Heute soll es um ein Thema gehen, was mir persönlich am Herzen liegt, nämlich die Laienreanimation. Also das, was ihr machen könnt, wenn ihr eine leblose Person vorfindet. Warum liegt mir das am Herzen? Wir haben nicht selten die Situation in der Notaufnahme, dass Patienten uns eingeliefert werden, wo der Notarzt uns mitteilt, dass keine Laienreanimation stattgefunden hat. Also die Patienten 10, 20 Minuten gar keinen Kreislauf hatten, ehe irgendjemand dazukam und Hilfe geleistet hat. Und dann stehen die Chancen denkbar schlecht für den Patienten. Um das zu ändern, will ich euch heute das Thema Laienreanimation ein bisschen näher bringen, mit der Hoffnung, dass ihr, wenn ihr in die Situation kommen solltet, eine leblose Person aufzufinden, ihr der Person auch helfen könnt. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Paul, ich bin Medizinstudent im 11. Semester, habe vorher eine Krankenpflegeausbildung gemacht und wir wollen uns heute mal zusammen anschauen, was die Laienreanimation beinhaltet, also was ihr machen könnt, wenn ihr eine leblose Person auffindet. Ich weiß, dass das nicht das beliebteste Thema ist. Wir kennen das alle aus der Fahrschule. Dort musste man diesen Erste-Hilfe-Kurs machen und zwar das allen unangenehm, vor anderen irgendwie eine Puppe wiederzubeleben. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil die Laienreanimation bei uns in Deutschland immer noch zu selten stattfindet. Im Jahre 2012 hat man eine Auswertung gemacht, dass ungefähr 20% eine Laienreanimation erhalten haben. Jetzt im Jahre 2019 sind es ca. 40%, also die Bereitschaft zur Reanimation hat deutlich zugenommen. Dennoch sind wir immer noch in Europa so ein bisschen das Schlusslicht, wenn man nach Schweden, Norwegen oder die Niederlande guckt, ist dort die Reanimationsbereitschaft noch etwas höher, weil das Thema dort einfach öfter behandelt wird. Kommen wir jetzt aber zu den eigentlichen Reanimationsmaßnahmen. Als allererstes, wenn ihr eine leblose Person vorfindet, schaut ihr, ob ihr selbst in Gefahr geraten könntet. Also liegt da vielleicht ein nicht isoliertes Stromkabel, brennt es irgendwo oder riecht es komisch nach irgendwelchen giftigen Gasen beispielsweise. Wenn ihr keinen Anhalt dafür habt, dann geht ihr schnellstmöglich zu der Person und sprecht sie an. Mit ansprechen meine ich, dass ihr sie laut ansprecht und deutlich und eventuell auch einen Schmerzreiz setzt. Wie ihr das macht, ist euch überlassen, ob ihr den zwickt oder über den Brustkorb reibt, irgendwas, was den Patienten dazu veranlasst, auf euch zu reagieren. Wenn er nicht reagiert, holt ihr sofort Hilfe, weil ihr die ganze Sache schwer alleine machen könnt. Als nächstes schaut ihr in den Mund hinein und guckt, ob die Atemwege frei sind. Wenn die Atemwege frei sind, dann horcht ihr mit eurem Ohr am Mund des Patienten oder der leblosen Person, ob eine Atmung zu hören ist. Das macht ihr aber maximal 10 Sekunden. Parallel dazu kann man auf den Brustkorb der leblosen Person schauen, ob der sich hebt und senkt. Solltet ihr feststellen, dass die Person nicht atmet, dann wird spätestens jetzt der Notruf abgesetzt und sofort mit der Reanimation, also der Herzdruckmassage, begonnen. Das ist deshalb so wichtig, weil umso mehr Zeit verstreicht, umso schlechter die Überlebenschancen für die Person sind, beziehungsweise relativ schnell Hirnschäden eintreten. Was heißt relativ schnell? Man sagt, ab 3 Minuten fängt das Gehirn an, Schäden zu nehmen, die nicht mehr reversibel sind, also die wir auch nicht mehr rückgängig machen können. Ab 5 Minuten wird die Situation bereits sehr, sehr kritisch. Wenn man sich jetzt überlegt, der Krankenwagen braucht in Deutschland circa 8 Minuten, ehe er an Ort und Stelle ist. Sagen wir, es dauert circa 10 Minuten, ehe der Notarzt dann wirklich am Patienten ist, dann stehen die Chancen für den Patienten bereits sehr, sehr schlecht. Dementsprechend ist die Laienreanimation das Allerwichtigste und die Herzdruckmassage, damit vorgebeugt wird, dass Hirnschäden entstehen. Die Herzdruckmassage sieht jetzt so aus, dass ihr auf den Thorax des Patienten mittig im unteren Drittel immer wieder den Thorax eindrückt. Das macht ihr 30 Mal und dann folgen 2 Beatmungen. Solltet ihr euch nicht zutrauen, denjenigen zu beatmen, sei es Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung, dann könnt ihr das getrost auch weglassen. Man geht ein Stück weit davon weg, weil der Patient ja auch infektiös sein kann. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie versucht man auch ein bisschen das zu berücksichtigen. Aber wenn ihr die Herzdruckmassage macht, dann habt ihr schon sehr, sehr viel richtig gemacht und helft dem Patienten enorm, dass er Chancen hat zu überleben. Also legt den Wert auf die Herzdruckmassage und weniger auf die Beatmung. Wenn ihr einen Helfer in der Situation habt, dann versucht auch einen AED, einen automatisierten externen Defibrillator aufzutreiben. Mittlerweile gibt es an Bahnhöfen oder Gesundheitseinrichtungen diese kleinen AEDs,
Das sind Defibrillatoren, die selbstständig auswerten, ob es einen defibrillierbaren Rhythmus gibt, den man quasi defibrillieren kann oder nicht. Also ihr könnt mit den Geräten nichts falsch machen. Die sagen euch sogar mit einer Computerstimme, was ihr zu tun habt. Letztendlich gibt es zwei Pedals oder Klebchen, die auf den Brustkorb des Patienten angebracht werden. Da sind auch Markierungen, wie die angebracht werden müssen. Und den Rest macht das Gerät eigentlich alleine. Ihr müsst es nur noch anschalten. Warum gibt es diesen AED? Kurz zur Erklärung. Häufig ist es so, wenn leblose Personen vorgefunden werden, dass in den ersten Minuten ein Kammerflimmern besteht. Das Problem am Kammerflimmern, das geht dann in eine Asystolie über. Das Kammerflimmern ist ja im Endeffekt eine kreisende Erregung, also das Herz hat ständig den Impuls, sich zusammenzuziehen, viel zu schnell, sodass es gar nicht mehr arbeiten kann. Das Kammerflimmern kann ich aber behandeln, indem ich es defibrilliere, also indem ich einen starken Stromschlag auf alle Herzmuskelzellen gebe, damit die wieder gleichzeitig anfangen können zu schlagen. Wenn ich eine Asystolie habe, also gar keinen Herzschlag mehr, das ist dann diese Nulllinie im EKG, dann brauche ich auch nicht mehr defibrillieren, denn dann hat die Defibrillation keinen Nutzen mehr für den Patienten. Aber in der ersten Zeit, wenn ich dieses Kammerflimmern habe und das unterbrechen kann, kann es sogar passieren, der Patient wird wieder wach und ihr habt dem Patienten sehr, sehr, sehr schnell geholfen und ihm das Leben gerettet. Deshalb wurden diese AEDs versucht, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit eben in solchen Situationen nicht nur die Herzdruckmassage als Hilfsmittel dient, sondern auch dieser AED. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr tun müsst. Schauen, ob ihr selber in Gefahr seid, Atemwege frei machen, schauen, ob der Patient atmet, ansprechen des Patienten und beginnen mit der Herzdruckmassage sowie den Notarzt informieren. Solange der Notarzt noch nicht da ist, macht ihr auch weiter mit der Herzdruckmassage, immer im Wechsel 30 zu 2 Beatmungen. Wenn ihr nicht so richtig wisst, wie schnell die Herzdruckmassage erfolgen soll, dafür gibt es ein ganz witziges Hilfsmittel, was sich etabliert hat, nämlich der Song von den Bee Gees, Stayin' Alive. Also ha, 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 Stayin' Alive. Ihr kennt das Lied alle, ich brauche euch das nicht vorsingen, das kann ich nämlich nicht. Es macht Sinn, wenn man im Hinterkopf dieses Lied behält, weil das genau diesen Takt hat, den man ungefähr einhalten soll bei der Herzdruckmassage, also diese 100 bis 120 Drücke pro Minute. Manche nutzen auch von Helene Fischer das Lied Atemlos. Das ist ein bisschen makaber, aber wenn es hilft, denke ich, ist es auch legitim, diese Lieder zu verwenden. Ich blende euch das Ganze nochmal ein, wie das bei Wikipedia beschrieben ist. Die beziehen sich auf die ERC. Das ist die Europäische Gesellschaft, die eben diese Richtlinien oder diese Leitlinien für die Laienreanimation vorgeben. Es gibt dann noch, wie gesagt, ergänzend zu dem Basic Life Support, das Advanced Life Support. Auch das blende ich euch nochmal ein. Das sind Artikel von Wikipedia. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Was mir noch wichtig ist, am Schluss zu sagen, ihr könnt im Endeffekt nichts falsch machen. Es gibt ja immer wieder so Gerüchte, oh Gott, wenn ich jetzt auf den Brustkorb so kräftig drücke, breche ich dem vielleicht die Rippen. Ja, das kann passieren. Gerade bei älteren Menschen ist es sogar sehr, sehr häufig, dass die Rippen brechen, wenn wir da drauf drücken. Aber das ist in dem Moment völlig irrelevant. Es passiert jetzt nichts, dass irgendwie eine Rippe durch das Herz spießt. Es gibt immer so Gerüchte. Ich habe das selber noch nie gesehen. Ich kenne auch niemanden, der irgendwie sowas beschrieben hat. Und selbst wenn das eintreten sollte, naja, ihr habt trotzdem versucht, ihm zu helfen. Also ihr nutzt mehr, als dass ihr schadet. Ihr braucht da wirklich keine Angst davor zu haben. Das Schlimmste ist, wenn ihr daneben steht und zuschaut, wie derjenige letztendlich stirbt. Und wenn ihr euch selber in die Situation versetzt, dass euch sowas passiert, würdet ihr natürlich auch wollen, dass schnellstmöglich jemand kommt und irgendwas macht. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen erreichen. Ich denke, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch wenn sehr unbeliebt. Wenn irgendwelche Kurse stattfinden, diese Erste-Hilfe-Kurse, nehmt das tatsächlich ernst. Es kann passieren, eines Tages seid ihr der Held, der vom Notarzt gelobt wird und gesagt bekommt, klasse, Sie sind derjenige, der letztendlich für das Überleben des Patienten gesorgt hat. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr den Kanal selbstverständlich gern abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!